Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mario Kart 8 Deluxe. Heute mit einem aus dem Team Pete's Meet. Petrus! Hallo! Woo. Hallo! Hey, was ist denn heute das Motto der Folge? Endlich mal meine Strecken. Ah. Was hatten wir denn da? Lol, da ist die Wolkenpiste drin. Oh, die Wolkenpiste war auch nice. Gut, jetzt sagst du die nämlich nachher. Brams Map muss ich auch nochmal üben. Ah ja, jetzt zum Beispiel. Oh Gott, die war richtig scheiße. Mhm. Echt? Die ist halt die einfach eigentlich auch. Ja, ich finde die eigentlich, wenn man die ein bisschen gelernt hat, einmal gefahren. Wäre auch ganz bad. Braucht halt ein bisschen Skill. Eigentlich. Weiß immer noch nicht, ob unten oder oben rum besser ist. Frage oder kann man jedes Mal springen? Du jedes Mal jetzt von irgendjemandem beantwortet. Oder war das immer da? Ja, Peter, ich bin hochgefahren und runtergefallen. Ja. Ist auch okay, oder? Me too. Okay, die machen so geile Ninja-Moves. Oh, was? Man darf die Dinger nicht berühren? Okay. Oh, Rip. Ich bin ganz weit hinten. Nice, das dauert ja auch gar nicht lange. Ich habe auch nicht das Item gekriegt, was ich angesammelt habe. Mega. Hä? Wie driftet denn das Ding? Oh, lol. Alter, was passiert hier? Also, ich weiß nicht, wer erster ist, aber das GG. Ah, ja, du Ficker, Alter! Ja, Christian, ich bin immer noch hinter dir, also alles gut. Ihn verschmient. Ich seh nix! Aber bist du extra stehen geblieben, Christian? Ich bin runtergefallen, du Arsch. Achso, bei mir bist du einfach auf dem. Also, ja, bist du einfach legit stehen geblieben. Jetzt schießt du doch nach hinten? Was ist denn jetzt für eine. Hä, ich hab überhaupt nicht geschossen. Rückwärts. Ich fahr rückwärts! Alter! Was? What the fuck ist hier los? Wie kann ich denn da noch Dritter sein? Rückwärts! Ey, der hat mir meine Titten geklaut! Oh, Christian, da sind wir. Oh, nice! Ich bin gegen die Kante geflogen! Mega! Ich bin schon wieder runtergefallen. Kannst du mich trotzdem wieder überholt haben? Christian, wir machen uns ein Battle of the Fehler. Komm nicht oben. Komm mal oben. Ich bin wieder runtergefallen. Wer ist oben besser? Warum überrundet mich gleich? Aus den Dingern kommen Bananen. Das habe ich ja jetzt erst gesehen. Wieder runtergefallen. Das war nice. Bram kann die aber richtig gute Strecke. Aber ey, ich will mal sagen, Zweiter ist ja auch okay für die Strecke. Glaube ich auch. Ja, Bram war einfach sonst wo, keine Ahnung, kam natürlich auch keine blaue. Wir könnten eigentlich noch ein bisschen üben, die Strecke, oder? Ja, aber wäre mir auch egal gewesen. Wahrscheinlich wäre dir dann wirklich egal gewesen. Ja, fertig, guck mal, wo ich bin. Und ich war auch schon echt weit weg von Peter. Die Strecke war nicht so geil. Ich hab schwarzes Bild. Hilfe. In Erinnerung. Bitte warten? Ah ja. Alles Alter gut. Peter. Ich hab Sorge gehabt. Peter hat wieder Stress in den Backen. Oh, Bram heute die Peter-Diss-Auswahl. Warum, du wolltest doch Ninja Dojo fahren. Kannst du üben? Nee, wollte ich nicht. Und dann habe ich das verhört. Wait, verhört, du wirklich mein Freund. Die also setzt dich offline hin und fährst die? Nein. Achso. Klar. Ja. Deshalb ist er auch so gut. Bram macht nichts anderes. Nein, Peter. Achso, ja, Peter das auch. Das würde mich nein, auch nicht wundern. Christian, zuhören ist heute schwer. Ja, minus 3. Ich hab auch das Gefühl. Minus 3 auf Zuhören heute. Ah ja, ich hab mir ja gesagt, außenrum ist schneller, ne? Ich erinnere mich. Ah ja. Boah. Boah, da hab ich der Grün aber richtig hart ausgewichen mit so einem kleinen Anbremsen, ey. Ja. Viel Spaß okay, mit dem Pilz, du Klauficker. Gerne. Ja, das Motorrad ist halt echt schwierig, aber es ist schnell. Schade, ich dachte. Oh, nice von mir. Aber das ist jetzt schade. Hui, happy. Ja, schön die Pilze gesammelt. Das war belastend. Boah, da hat die Pflanze aber gegönnt hier. Oh shit, das war jetzt doppelt belastend. Das ist richtig Schmutz. Jetzt bin ich doppelt runtergefallen, weil dann noch eine Banane war. Alter.
Letzte Komm. Runde. Oh, oh, oh. Oh, mir wurde wieder was geklaut. Ah, oh, da ist der P-Bumerang. Eine gute Streckenauswahl, muss ich sagen, von Sepp. Komm wieder. Ich komme auch nochmal. Und noch die blaue für Peter. Nee, die nehme ich aber nicht. Dritter. Gute die Strecke. Jetzt nicht. Hat die blaue getroffen. Das war ein bisschen late. Ja, ich weiß nicht, wann hast du die abgeschickt? Das ist auch eine sehr kurze Strecke. Vor der letzten Kurve, aber trotzdem dachte, also Bram war nicht so ultra weit weg. Ja, Jay war halt da schon eine halbe Stunde durch Ziel. Ja, Jay wollte ich auch nicht treffen, ich wollte Bram vor mir treffen, aber... Die ist auf mich gegangen, weil ich war Zweiter. Ah, du warst ja dann sowieso schon lange, lange, lange im Ziel. Nee, bah. Das war relativ knapp mit Bram, meine ich. Das war knapp, oh, ja. Okay. Da war nicht so viel Platz zwischen. Calamari City. Oh, mal zur Abwechslung. Ah, die 14. Strecke ist mal endlich eine aber von wenn mir. Aber wenn du jetzt nicht Erster bist, Jay, ne? Naja, werde ich nicht, aber die macht halt Spaß. Also ich mach die ja nicht nur, weil ich nämlich mein Erster werde. Ich find die, also cool. Die Strecke kann halt mittlerweile jeder so gut, ein Fehler ist verloren. Ja genau, das ist halt das Geile an der Strecke. Ja, geil, die finde ich anders, aber okay. Ja, kein guter Start. Immerhin hast du die Rote nach vorne geschossen. Nein! Sehr gut. Ja, sicher, Jay hat gerade seine Banane weggeschmissen. Der Jump, der lohnt sich ja nicht mal. Das ist ja räudig. Gar nicht. Bam wirft die ganze Zeit Bananas. Aber ich krieg nur Pilz, Alter. Oh. Das war auf jeden Fall die Bananenverteilung für irgendwen. Oh, das war mies. Fuck. Da waren Bananen und der Stein. Oh, das ist Christian, nicht mir gönnen. Nein, mal, das ist schlecht. Weißt du, ich habe versucht, das zu bremsen für dich. Aber ich bin selber von der Roten getroffen worden. Deswegen hat das nicht geklappt. Wer haben mich mal ich sehe doch nichts, Mann! Was ist das denn? Ist das John Cena? Oh. Der neue Held bei DC? Ich sehe doch nichts, Mann. I can't. Schon wieder sehe ich nichts! Was? Ich wieder muss ich dran mit der Roten. Wie viele Rote kommen denn da bitte? Jedes Mal, wenn du mich überholst, hab ich eine. Scheiße, ey, guck mal, sogar letzter. Ah, nee. Boah, das knapp. Alter, genau. Was hat mich denn letzter. Da getroffen, bitte? Das Eis im Lack der Hölle, ey. Alter. Ich hatte nie einen Dreier, ich hatte immer nur einen Einer Roten. Ach ja, dann. Ich hatte ja, gar das ist schon ein großer wieder. Unterschied. Ja, Spielspaß muss auch erst gefunden werden. Sollen wir Animal Crossing spielen? Ich glaube, das wäre witziger. Animal Crossing ist super. Boah. Ja, super. Wieder noch nie ein Dreier, nur ein Einser. Lustig. War. Geil. Geil. Nochmal zum Üben. Ja, damit du dich nicht verfährst. Peter, du kleiner blöder. Ich geb einen Fick auf Follower. Ey, kannst du da die ganze Zeit drücken, Jay? Das wäre nice. Ja, ist gar kein Problem für Sepp. Dankeschön. Um Gottes Willen. Das ist okay. Das ist immer noch besser als die Alternative. Ja, danke. Ah, ja! Ey. Fahren wir halt in die Rote rein. Das ist eine absolute Fähre. Bram ist Erster, kriegt eine Rote und ich krieg nee, ich hab nicht als Erster eine Rote bekommen. Aber du warst doch Erster mit der Rote. Ich war Erster, ja, aber ich hab die Rote bekommen, aber ich Zweiter. Wirklich? Ja. Ah, da krieg ich die Rote ab. Ja, das ist doch schon scheiße. Und bei mir fährst du ganz normal weiter. Nee. Nee, Jay ist stehen geblieben. Hä? Ja. Stehenbleiben ist nicht so gut. Stehenbleiben ist belastend. OP-Bumerang! Nee, warte, das ist nicht der OP-Bumerang. Geil. Bin ich beim Kreisfahren einfach auch wieder hängen geblieben an so einer komischen Ecke. Ja, die Strecke ist nicht so leicht. Die ist nicht schwer. Ja!
Oh nein, wer war das denn? Mann. Ja, der Boost war scheiße, den ich... Keine Ahnung, haben wir uns gegenseitig den Boost gegeben? Ja. Ich hab die ganze Zeit noch so eine rote hinter mir erfahren. Wer ist erster? Jay? Ich gerade. Komm. Hat der auch die ganze Zeit eine rote hinter sich erfahren? Nein, ich bin gerade einfach ins Loch gefallen. Auch gut. Lanze, verteidige mich! Hey, heute ist die Pilze! Ja. Kann ja nicht sein, dass ich die ganze Zeit aufs Maul kriege, nur, ey. Da muss ich mal das ist belastend gewesen. Peter auf einmal neben mir auftaucht! Das ist belastend gewesen. Wo kam denn Peter auf einmal her? Ich war ein Geist. Oh, schade. Oh, du warst ein Geist. Leck mich an, Tesh. Das war belastend. Mann. Er kommt auch jetzt so viel Lack wie Peter. Anders schafft er das auch nicht, einmal Erster zu sein. Das ist wie bei Game of Life. Wieso Lack? Ich hatte die ganze Zeit nur scheiß Pilze. Ich hatte nicht mal gute Items. Ja, stimmt. Das ist schrecklich, ob wenn er nur geradeaus fahren kann, ob er die ganze Zeit Pilze kriegt. Nee, ich hätte lieber anderen Scheiß gehabt. Ach ja. Nice. Ah, geile Mucke. Ja, die genieße ich jetzt auch. Echt? Ja. Richtig. Genießer. Ja, richtig Genießer. Ah. Genießer. Ah, Tetris, nice. Das ist eigentlich Arschlöcher, die da in der Luft hängen. Ja. Kleine Rosetten. Jay, du bist nicht am Himmel. Ach komm. Das Speed aus der Kurve nehmen. Oh, das war dumm. Au, cool. Banane. Oh. Ey, wieso kriegt der die Kurve nicht? Ich weiß es nicht. Das sah auf jeden Fall komisch aus bisher. Rami, lass doch mal meine Rode an dir schnuppern. Bitte. Danke. Ach komm. Jetzt kommt die nächste Rode. Das spawnt er gerade da vor mir und hat die Rode. Nee. Belastend. Das fand ich auch. Das war echt anders. Wie hab ich denn jetzt da getroffen? Ach, Christian ist ein Geist. Ich bin kein Geist. Was? Geld. Ja, nichts zu schneller machen ist hier schade in der Kurve. Hm. Tschüss. Ja, brauchst schon einen Stern oder so. Das ist natürlich gut. Das ist doch so lächerlich. Da waren die drei Roten, die waren ärgerlich. Dreckiger Letzter. Das Ding aufhört. Alter. Nein, jetzt reicht es nicht. Da machst du dann auch gar nichts gegen. Oh, das war richtig Gott. Knapp, Bram. Die Map ist fucking awesome. Weil Bram habe ich wenigstens. Nee, die Map ist auch nice. Dalo hat echt einen komischen Map-Geschmack. Oh Leute, wir haben noch eine Map. Die Map. Auch wenn ich nur einstellige Punkte habe. Ja, doch, Flo so. Nicht so wie die Kandidaten da schon wieder. Also, wenn du sagst, dass Big Blue kein Flow hat, dann hast du keine Ahnung. Die Abkürzungen sind halt nur eine andere Sache. Ja, fahren wir noch Big Blüchen. Ja. Big Blue! Kann sich Bram seinen Sieg nur holen auf seiner Favorite Track. Hast du nicht dein Favorite Track genommen? Nö. Du bist gar nicht Ach, drin. Geil. Ich wüsste gar nicht, was das ist. Kummo weiter. Es liegen im Hintergrund Flugzeuge, das sieht man sonst gar nicht, wenn man nicht am Start direkt verkackt. Lol. Wenn ich jetzt am Start getroffen wäre. Ich hab irgendjemandem eine rote richtig reingedüllt. Ja, mir. Oh, tut mir leid. Frage ist, kann man die Abkürzung auch ohne Pilz schaffen bei Big Blue in 200cc? Nee, ich meine nicht. Weil als Erster kann ich ja keinen Pilz bekommen, ist ein bisschen das Problem. Ich hab Abkürzung. Die Abkürzung. Hier die. Dann heißt, ich kann nur die kurze Abkürzung machen. Es kommt wieder irgendeiner vor mir. Oh, oh, lol! Da kannst du noch weiter abkürzen. Okay, mit Stern und Pilz zusammen kannst du, glaube ich, bis ins Tor reinfliegen unten. Geil, eine Tröte als Dritter, das ist ja wichtig.
Gönn dir. Noch eine Rakete. Oder ich bin noch nie den linken Weg gefahren. Okay. Etwa. Oh was? Was soll das denn? Wie geht das denn? Okay, das war, RIP. Das war RIP. Ah ja, Dritter ist Dritter. Kann man denn von der Bande okay. 90 Grad abprallen? Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Ja, nee, eben nicht. Das war komisch. Meine letzte Kap war scheiße. Ja, wir sollten die wieder Big Blue fahren. So. Ja, da bin ich bei dir. Das war Mario Kart 18 Deluxe. Vielen lieben Dank, dass ihr heute mal wieder eingeschaltet habt. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Oh was soll das denn? Wie geht das denn? Okay, okay, das flawless war, war RIP. Das war ja. Das war RIP. Ja, auch gut. Franze, verteidige mich. Hey, heute ist der Kühlschrank. Oh, Brandstein. Kann ja nicht sein, dass ich die ganze Zeit aufs Maul kriege, nur da muss ich mal das ist belastend Peter gewesen. Auf einmal neben mir auftaucht. Das ist belastend gewesen. Wo kam der Peter auf einmal her? Ich war ein Geist.